Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Container Opening. Und wo ansonsten 15 Container sind, sind heute nur 10 Container der Marinefliegerei. 5 habe ich im Stream schon geöffnet. Dafür zusätzlich hier ein erspielter, ein normaler. Die normalen enthalten eine Chance auf den Erhalt eines Premium-Flugzeugträgers, nämlich Graf Zeppelin, Enterprise, Saipan und Kaga. Wenn man so einen Flugzeugträger bekommt, erhält man einen Liegeplatz im Hafen plus einen 10er Kapitän dafür. Hat man den Flugzeugträger bereits, das ist natürlich auch möglich, bekommt man die Anzahl an Dublonen, die er wert ist, in den Hafen geschickt. Also Dublonen, natürlich diesmal und nicht Silber oder Credits, müssten 14.000 Dublonen sein für jeden Flugzeugträger. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, 2.000 Kohle zu gewinnen, zweimal ein Spezialsignal, also Drache, Wyvernrosa, Drache, Ouroboros, Hydra, Basilisk, Scylla oder Leviathan und dreimal verbrauchbare Tarnung Sci-Fi Weltraum. Einmal hier Containerly öffnen, das ist quasi die Möglichkeit hier. Und wir haben zweimal Hydra bekommen, ausgezeichnet. Dann gehe ich einmal zurück, denn es ändert sich natürlich, wenn man einen Premium-Container aufmacht, aber es wird nicht schön angezeigt, das ist ein Premium-Container. Der Premium-Container enthält quasi Ähnliches, nur mit einer anderen Anzahl. Wir können hier auch einen Premium-Flugzeugträger droppen, mit einem 10er Kapitän. Mit dem Liegeplatz im Hafen. Bei Doppelten bekommen wir die 14.000. Ich glaube, es sind 14.000 Dublonen für jeden. Aber hier bekommt man 12.500 Kohle. 20 mal die Spezialtarnung. Also Spezial. Einmal die Tarnung, Sci-Fi Weltraum und einmal Spezialsignal, Hydra, Roter Drache etc. Also das sind die bekannten 7 oder 8 Spezialtarnungen, die man sonst nie bekommt. Spezialflaggen, die man sonst nie bekommt. Und hier ist wahrscheinlich eine höherprozentige Drop-Chance, obwohl das so nicht steht im Update, also im Nachrichtenverlauf von den Patch-Notes. Aber man könnte davon ausgehen. Schauen wir mal. In den ersten 5 war kein Flugzeugträger drin. Vielleicht in den nächsten 5. Aber diese kleinen Kisten sind natürlich... Ich glaube, da habe ich relativ wenig Glück. Aber es sind Flaggen. Den Preis kann ich euch noch nicht sagen. Sie sind noch nicht im Shop. Da muss jeder dann selbst entscheiden, ob es ihm das wert ist. Man kann es sehen als Port für Spiel. Ich persönlich würde vor Glücksspiel abraten, in der Hoffnung, dass man einen Flugzeugträger für 14.000 Dublonen bekommt. Dann lieber sparen und kaufen, wenn man kann. Und dann bekommt man genau den, den man will. 12.500 Kohle, das hatte ich jetzt zum zweiten Mal. Sonst waren es nur Flaggen und Tarnungen bisher. Also mit plus den 5, die ich schon aufgemacht habe, sind es einige an diesen... in relativ hässlichen Tarnungen. Man kann damit Kapitäne trainieren. Ist okay. Ich möchte aber die Tarnungen gerne ausschalten. Nochmal 12.500 Kohle. In Hinblick auf die Yoshino, die dann auch kommen wird für, ich weiß nicht wie viel, ich tippe mal ähnlich viel Kohle. Bis mehr Kohle. Ein bisschen mehr Kohle wie die Salem. Kann man das dann durchaus brauchen. Aber wer kauft sich Container für Kohle? Jeder kauft sich Container für einen Flugzeugträger. Ich bin natürlich ein schlechtes Beispiel. Manche Leute ziehen hier alle 4 Flugzeugträger raus wahrscheinlich. Ich ziehe wie immer nichts raus. Premium-Schiffe, die ich bekomme, kann man an einer Hand abzählen, jetzt aus den Containern. Und ja, so ist es auch dieses Mal. Ganz, ganz viele Flaggen. Kann ich hier raufklicken? Kann ich hier raufklicken? Nein, da muss ich schon. Wow. So, das ist die Indomitable, oder wie man die ausspricht. Die kennt ihr vielleicht. Ist der Premium 4-8 der Briten, den kann man nicht gewinnen. Es sind einige Flaggen dazugekommen, aber ich habe nur ja noch einige. Von daher. Und die Tarnungen, die sind nicht so ansprechend, wie schon gesagt. Sind sie ganz unten? Nein, ich habe, glaube ich, die noch vom letzten Jahr irgendwo rumliegen. Man müsste sie nur finden und das ziemlich zackig. Damit es nicht so mega langweilig ist, ist es das. Sci-Fi-Tarnung, Weltraum. Ja, genau die ist es. Wie gesagt, es gibt hässlichere Tarnungen, es gibt schönere Tarnungen, aber das war's für diesen Container-Opening. Also die Weihnachtscontainer waren spannender, aber es kann nicht alles so spannend sein, wie Weihnachtscontainer aufmachen. Da war mehr Esprit, mehr, ach, ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.